Nun gut, in die Wohnung kommen wir momentan nicht. Guten Tag, liebe Burschen. Wie könnten wir eigentlich? Wir müssen ja irgendwie noch das Baby da besorgen von raus. War noch interessant. Mal sehen. Ich könnte die rostigen Nägel verwenden, um diese Gegenstände miteinander zu verbinden. Oh, das geht wirklich. Oh. Mal sehen. Ich könnte diese zwei Gegenstände mit dem Isolierband miteinander verbinden. Leider habe ich jetzt das ganze Klebeband aufgebraucht. Ich sehe keinen Grund dafür. Aber wir haben jetzt einen Eimer, das heißt, wir hätten jetzt die Möglichkeit, das Feuer zu löschen. Mit dem Eimer. Ich hoffe, dass ich es jetzt noch hab, den Eimer. Jo. Okay, ich werde den Eimer dafür benutzen, wofür er gedacht war, um ihn mit Wasser zu füllen. Okay. Ist irgendwie logisch. Und jetzt könnten wir eigentlich das Feuer löschen. Auch irgendwie logisch. Dann mal los. Vielleicht kann ich noch etwas aus dem Feuer retten. Jetzt, wo das Feuer aus ist, muss ich den rostigen Eimer nicht mehr mit mir herumtragen. Ich werde ihn wegwerfen. Verbrannte Reste von Kleidung, Büchern und Spielzeug. Das ist alles, was Rods Feuer übrig gelassen hat. Aha. Ich meine, es schaut irgendwie aus wie ein Kind, oder? Es läuft mir kalt über den Rücken, wenn ich daran denke, dass dieses Stück Plastik einmal Colin gehört hat. Ein schrecklicher Anblick. Fuck, Alter. Naja, jetzt bringen wir ja mal das Kind. Diese Puppe. Diese Puppe mal. Ach, du heilige Scheiße. Ich bin nicht stolz auf das, was ich jetzt tun werde, aber ich muss Ja, nicht. herausfinden, was dieses Geheimnis ist, was Rose vor mir hütet. Und wenn sie ihr Baby will, werde ich ihr Baby zurückgeben. Ich habe dir dein Baby gebracht, Rose. Hast du mein Baby mitgebracht? Hast du ihn mitgebracht? Vielen Dank, Herr Schlafmütze. Du hast dein Wort gehalten. Du hast mir mein Baby gebracht. Jetzt musst du so eine Wiege wie auf dem Bild bringen, Herr Schlafmütze. Und dann verrate ich dir das Geheimnis. Den Schlüssel, der die Schatztruhe deiner Träume öffnet. Naja, den haben wir ja, diese Wiege. Aber noch mal ein Blick auf die Tafel. Ja, passt. Das haben wir eigentlich ganz simpel gemacht. Danke. Jetzt kann ich mein Baby in den Schlaf wiegen und ihm vorsingen. Was für Jetzt eine musst du Ehre. mir das Geheimnis verraten. Du hast es versprochen. Ich habe dir gegeben, was du gesucht hast. Ja, unser Geheimnis. Ich habe etwas, was dir gehört, Herr Schlafmütze. Der Schlüssel zur Schatztruhe deiner Träume. Und jetzt gehört er wieder dir. Aber das ist ja ein echter Schlüssel. Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in deiner Jacke gefunden, als Rod und seine Frau mir deine Kleidung gegeben haben. Als ich heimgekommen bin, fiel der Schlüssel auf den Boden und hat geklimpert. Ich hatte gerade gesehen, wie du in ihrem Wohnwagen wie ein Stein geschlafen hast. Und da habe ich verstanden, dass es der Schlüssel zu der Schatztruhe war, in der du deine Träume aufbewahrst. Weil du gerne träumst. Das tust du doch. Natürlich tust du das. Deswegen heißt du ja auch Herr Schlafmütze. Der Schlüssel, der die Schatztruhe meiner Träume öffnet. Danke für deine Hilfe, Rose. Pass gut auf deinen Sohn auf. Ich sollte jetzt gehen. Nein, bitte. Geh nicht. Lass mich nicht hier. Jetzt, wo ich mein Baby gefunden habe, muss ich weit weg von hier gehen. Ich muss aus dem verfluchten Schloss entkommen. Wenn du gehst, werden mehr Männer kommen und mir wehtun. Und dann werden sie mich wieder im Dunkeln einschließen. Und ich ertrage die Dunkelheit nicht. Im Dunkeln kommen die Soldaten zurück und nehmen mich mit. Und jetzt werden sie auch meinem Baby wehtun.
Der Jäger hat sich klar ausgedrückt. Ich soll mich nicht in seine Angelegenheiten einmischen, oder ich werde teuer dafür bezahlen. Es tut mir leid, Rose. Ich kann dir nicht helfen. Herr Schlafmütze, ich ertrage es nicht mehr. Lass nicht zu, dass Sie mich wieder anfassen. Bitte hilf mir. Du musst mich hier rausholen, wie der Ritter in den Geschichten. Du bist mein Ritter und ich bin deine Prinzessin. Ich ertrag das nicht. Täter und Opfer. Mehr hat die neue Welt nicht zu bieten. Und ich? Wer war ich vor der großen Welle? Verdammt. Ich kann das arme Mädchen nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Ich muss etwas tun, um sie zu retten. Ach du heilige Scheiße. Wenn ich noch nicht weiß, was. Ich werde dir helfen, Rose. Ich helfe dir, hier herauszukommen. Danke, Herr Schlafmütze. Versprichst du es? Wirst du mein Ritter in strahlender Rüstung sein? Ja. Aber nur wie? Das ist jetzt die gute Frage. Wir haben noch das Kabel. Die Lampen sind kaputt und durchgebrannt. Reine Zeitverschwendung. Da können wir vorerst nichts tun. Generator vielleicht. Egal wie sehr ich mich bemühe, das anzuschließen, diese durchgebrannten Birnen wieder zum Leuchten zu bringen, wäre ein echtes Wunder. Karten können wir es jetzt auch nicht mehr. Naja, dieser Schlüssel könnte... Es ist etwas, das dir vor der großen Welle gehört hat, hat Rose gesagt. Der Schlüssel, der die Schatztruhe deiner Träume öffnet. Es ist ja normalerweise ein Zimmerschlüssel. Ein Zimmerschlüssel ist das normalerweise. Es sei denn, die Irre meint... Die Tür hat kein Schloss. Ich brauche keinen Schlüssel dafür. Das hat sich einmal erledigt. Okay. Das heißt, faktisch, auf gut Deutsch, das wäre der Schlüssel zu seiner Wohnung. Vielleicht ist es der Schlüssel für diese Tür. Aber wo ist das Schloss? Handgeschriebene Nachricht. Ein Stück Papier ist an die Tür geklebt. Und es sieht aus, als hätte jemand mit Hand eine Nachricht darauf geschrieben. Mal sehen, was da steht. Hi, Michael. Wir versuchen schon seit einer ganzen Weile mit dir in Kontakt zu kommen. Wo bist du? Wir fangen an, uns Sorgen zu machen. Chris muss dich sehr dringend sehen. Komm und besuch uns bei der Zeitung. Da leben wir jetzt. Sarah. Wer könnte Sarah sein? Und dieser Chris? Könnte er etwas mit der Person zu tun haben, die ich in meiner Vision gesehen habe? Wer könnte es... Aha. Okay. Schloss. Aha. Es ist vollkommen zerkratzt. Sieht aus, als hätte jemand versucht, das Schloss zu knacken und keine Zeit gehabt, es zu Ende zu bringen. Vielleicht wurde die Person von einem der Soldaten entdeckt. Hat einer meiner Nachbarn sie gerufen? Warte mal, jetzt wird's interessant. Schloss. Mal sehen, ob mein Gefühl stimmt. Yes. Baby. Ja. Der Schlüssel, der die Schatztruhe meiner Träume öffnet, ist in Wirklichkeit ein Schlüssel, der Michael Argent gehört, einem Fotografen. Der Schlüssel zu meiner eigenen Wohnung. Bist du denn, wir haben... Seine Wohnung. Naja, gut. Der Arbeitsschrank, Fotohintergrund, Spieluhr. Da ist ja eigentlich relativ viel anzuschauen. Ja, und das werden wir dann eben am Montag machen. Ich wünsche euch in dem Sinn ein schönes Wochenende. Und erholt euch. Und wir werden am Montag mit frischem Elan hier weiterspielen. Okay, ciao.